Im Indian Village in Bad Segeberg präsentierte heute Ute Tienel, die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, zusammen mit dem verantwortlichen Künstler Renato Casaro das Werbeplakat für die 62. Saison der Karl-May-Spiele. Künstler Renato Casaro benötigte nur 4 Tage für die Gestaltung des Plakates, hatte aber auch einige Probleme. Die Gesichter zu gestalten war schwierig, weil ich die Persönlichkeiten dahinter nicht kenne. Und ich hatte ein paar Probleme, die Augenfarbe richtig zu treffen. Im Anschluss ritten Winnetou-Darsteller Jan Sosniok, Old Shatterhand verkörpert von Wayne Carpendale und Sophie Wepper alias Joe Chi ins Dorf ein, um sich erstmals in Kostüm zu präsentieren. Sie sind es, die die Inszenierung Winnetou 1 Blutsbrüder von Norbert Schulze Jr. im Freilichttheater am Kalkberg maßgeblich prägen werden. Das Wildweststück erzählt die Legende der Blutsbrüderschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand, die sie in den Jagdgründen der Apachen schließen werden. Der Bau einer Eisenbahnlinie führt zum Krieg zwischen einem Indianerstamm und den Bleichgesichtern. Winnetou und Old Shatterhand versuchen sich als Friedensstifter. Nach dem gekonnten Abstieg von den Pferden überreichte Ute Tienel Sophie Wepper einen Traumfänger. Wayne Carpendale bekam den berühmten Henry Stutzen und Jan Sosniok die legendäre Silberbüchse. Wir fragten die Hauptdarsteller, wie sie sich auf ihre Rollen vorbereiten. Ich reite. Und mit Kostüm, muss ich ja sagen, ist ja alles gleich sehr viel einfacher. Ich empfinde es ja gleich schon so, als wäre ich ein Indianer. Und alles Weitere werden die Proben ergeben. Ich war in Amerika bei einem Stuntman, bin dort 3 Wochen jeden Tag mit ihm geritten, habe ein paar Stunts geübt, ob man die dann hier braucht oder nicht. Das ist eine Sache. Jetzt sind wir mitten in der Buchvorbereitung, in den Buchbesprechungen und dann freue ich mich, dass es dann endlich hier losgeht in der Arena. Also ich bin ja lange geritten, aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Und jetzt bin ich in den letzten Monaten wieder fleißig auf dem Pferd gewesen und macht auch wieder riesigen Spaß. Und ja, ansonsten werden die Proben zeigen, wo die Herausforderungen liegen. Erstmals beweisen, wie gut sie ihre Rollen beherrschen und mit ihren Pferden umgehen, müssen die Darsteller am 22. Juni, wenn die Freiluftsaison in Bad Segeberg startet.